die FDP ist angetreten, die zugesichert hat, dass es keine Steuererhöhungen geben wird. Das ist Wortbruch. Zu viel ist zu viel. Es reicht. 24/7 gearbeitet haben und unsere Bevölkerung mit hochwertigen heimischen Lebensmitteln versorgt haben. Hat man das schon vergessen? Dass die Bundesregierung kein Interesse hat an einer Versorgung, an einer sicheren Versorgung auf der Basis heimischer Lebensmittelproduktion. Wir sind aber auch deshalb hier, um natürlich nach vorne zu blicken. Angebote statt Verboten. Lockerungen bei Auflagen anstelle weiterer Eingrenzung. Verlässlichkeit. Es war nicht unser Thema. Aber wer ein E-Auto gekauft hat und jetzt nicht angemeldet hat, der guckt in die Röhre. So kann man doch keine Politik machen.